Warnung! Dieses Video ist keine Anleitung zur Suchtgiftgewinnung. Dieses Video dient rein der Wissenserweiterung für ambitionierte Gärtner und Grower. Hallo, ihr Lieben, Grower oder die es noch werden wollen. Ich begrüße euch zur ersten Folge von Marius Grow Show. Ja, die erste Sendung heißt Vorbereitung, denn das ist wohl das wichtigste Thema, bevor man zum Growen beginnt, geht es in die Vorbereitung. Und da muss man sich einige Gedanken machen und genau diese Gedanken wollen wir jetzt mal mit euch durchspielen. Ja, warum baue ich eigentlich selber an? Die meisten haben wohl dieselben Gründe anzubauen. Man möchte nicht mehr auf dem Schwarzmarkt kaufen, man möchte nicht mehr hohe Preise bezahlen, man möchte gute Qualität haben, man möchte keinen Dreck in seinem Gras haben und man möchte sich vielleicht auch die Sorte selber aussuchen können. Mit anderen Worten, man möchte die Kontrolle darüber haben und die hat man beim Homegrow. Ja, und man kann sich natürlich auch noch die Techniken aussuchen, die man gerne fahren möchte. Und auch da gibt es natürlich ganz verschiedene Techniken. Ja, wo baut man eigentlich an? Wie viel Platz hat man eigentlich? Wohnt man bei seinen Eltern? Hat man 150 Quadratmeter oder nur 30 Quadratmeter zur Verfügung? Beziehungsweise wie viel Platz hat man genau zur Verfügung zum Growen? Und darüber sollte man sich am Anfang überhaupt im Klaren werden, habe ich 1 Quadratmeter zum Anbauen, 2 Quadratmeter oder vielleicht auch nur 80 Zentimeter, weil dann kommt es darauf an, worin muss ich oder kann ich vielleicht growen. So, ich gebe euch mal ein Beispiel. Du wohnst bei deinen Eltern, hast eine 30 Quadratmeter Wohnung und wahrscheinlich ist im Schlafzimmer noch Platz, um ein Quadratmeterzelt aufzubauen. Das wäre optimal, denn dafür gibt es schon komplette Schränke, die man aufstellen kann. Dazu später mehr. Es ist auf jeden Fall wichtig, wie viel Platz hast du zur Verfügung? Hast du vielleicht auch nur 80 mal 80 Zentimeter? Wie viel Pflanzen möchtest du nachher anbauen? Beziehungsweise was möchtest du ernten? Wie ist vielleicht auch dein Konsum? Auch das spielt aber eine Rolle. Und dann weiß man eigentlich, in was für ein Medium man anbauen möchte, beziehungsweise wie viel Platz man dafür hat, übrig hat. Ja, die nächste Frage wird wohl sein, wie viel Budget habe ich zur Verfügung? Und man sollte sich natürlich im Klaren darüber sein, dass es verschiedene Preisklassen gibt. Demnach richtet sich auch, was für ein Grow ich aufbauen kann, wie viel Equipment ich mir auch leisten kann. Was für ein Budget habe ich zur Verfügung? Wie viel Geld möchte ich eigentlich einsetzen? Ja, wie sieht es in deinem Geldbeutel aus? Hast du nur ein bisschen Kleingeld? Oder habe ich doch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung? Und schau, was ich dafür halten kann. Ja, oder man hat doch ein bisschen mehr gearbeitet und ein bisschen mehr zum Investieren. Dann kann man sich natürlich noch mehr leisten. Ja, ihr Lieben, man sollte sich also im Klaren sein, dass es verschiedene Preisklassen gibt, verschiedene Hightech-Kategorien und somit ist der Bereich ziemlich groß und man kann das eigentlich fast gar nicht alles in eine Sendung packen, wie groß oder wie unterschiedlich die Möglichkeiten sein können. Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Settings. Es ist also für jeden Geldbeutel was dabei. Man könnte sich auch gebrauchte Sachen zusammenstellen von einem billigen Setting bis zu einem ganz teuren Setting. Ist also alles möglich, um vielleicht irgendwann zu einem Endergebnis zu kommen, was gut schmeckt. An meinem finanziellen Status
Werde ich also auch feststellen, arbeite ich mit einer Natriumdampf oder arbeite ich sogar mit einer LED, arbeite ich mit einer ganz billigen LED, mit einer hochwertig teuren LED. Da gibt es also ganz verschiedene Möglichkeiten, auch ob ich vielleicht eher im Winter anbauen möchte, eher im Sommer oder ganzjährig. Ja, das zählt alles dazu. Darüber sollte man sich am Anfang schon im Klaren sein, wenn man sein Setting zusammenstellt. Ja? Ja, es gibt natürlich auch verschiedene Systeme für verschiedene Geldbeutel. Es gibt Tauchsysteme, es gibt Hydro-Aqua-Systeme, aber die meisten bauen natürlich auf Erde an, weil Erde verzeiht auch die meisten Fehler am Anfang. Deswegen würden wir jedem Anfänger empfehlen, auch am Anfang auf Erde zu growen. Man kann nachher immer mal wechseln, aber man sollte auf Erde mal anfangen und sich später eventuell da mal was anders anschauen oder was anders probieren. Nicht zu vergessen, gerade am Anfang ist es halt wichtig, dass es auch funktioniert und dass man auch ein Endergebnis erhält. Ja, spätestens jetzt sollte man sich also im Klaren sein, wie viel Geld hat man zur Verfügung und wie viel Platz hat man. Denn das ist wichtig, ob ich jetzt in einem ganzen Raum anbauen will mit 4 Quadratmetern und also viel mehr Equipment und viel mehr mit auf Lüftung, Abluft und Zuluft achten muss oder ich vielleicht nur in einem normalen Quadratmeterzelt anbaue oder ich vielleicht sogar noch weniger Platz habe und nur in einem kleineren Behältnis anbauen kann und möchte. Wichtig ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass man darauf achten sollte, wenn man selbst anbaut, dass auch noch andere Kosten eventuell auf einen zukommen können. Ja, viele arbeiten zum Beispiel mit teuren Düngern, mit Substraten, mit Nützlingen, mit Schädlingsbekämpfungsmitteln teilweise sogar, wenn man einen Befall hat, was natürlich keiner hofft oder haben will. Und auch mit Stromkosten, Wasserkosten ist zu rechnen, je nachdem, wie groß man sein System aufbaut, sollte man sich das auch vorher ausrechnen, beziehungsweise vielleicht schon Geld zur Seite legen. Denn viele bekommen vielleicht einen Schock, wenn sie 3 Monate mit 4 Lampen anbauen und auf einmal eine Stromrechnung präsentiert bekommen. Ja, ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst, euer Geld gezählt und ihr wisst jetzt, was ihr wollt. Macht euch bis zur nächsten Sendung noch ein bisschen Gedanken, denn in der nächsten Folge geht es um Räumlichkeiten, Growboxen und welche Möglichkeiten es noch gibt, anzubauen. Freut euch bis dahin und macht euch noch ein paar Gedanken, wie ihr eigentlich verfahren möchtet. Bis dahin. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, euch hat die erste Folge meiner Grow Show mit dem Thema Vorbereitung gefallen und ihr seid bald in den Startlöchern. Ja, apropos Vorbereitung. Ich habe gehört, in Russland, lieber Präsident Putin, soll jetzt auch Cannabis legalisiert werden. Sprechen Sie bitte weiter. Danke. Okay, dann frage ich anders. Bleibt Cannabis also weiterhin in Russland verboten? Wahrscheinlich ist es gut oder schlecht, aber das ist nicht wahr. Hast du eigentlich schon mal selbst Cannabis-Geruch, Genosse? Was soll das heißen? Sollten wir auch in Russland etwas für die Legalisierung tun? Seien Sie bitte so nett. Ja, dann vielen Dank, Wladimir Putin, und wir sehen uns. Nicht zu danken. Ja, wir sehen uns also in der nächsten Folge bei Marius Grow Show mit dem Thema Räumlichkeiten. Welches Medium ist für mich das Richtige? Ich freue mich auf euch. Lasst Kommentare da. Bis dahin. Ich habe Angst, schon zu hören, was er weiter sagen muss.